Ja, dann freue ich mich sehr, dass wir uns zu dieser Runde, zusammenfügen. Ich möchte kurz meine Gesprächspartner vorstellen und beginne ganz außen mit Christopher Clement, Direktor Fund Management bei Patrizia. Ist seit 12 Jahren im Unternehmen, ich konnte so aus einem kurzen Vorgespräch auch merken, ein leidenschaftlicher Einzelhändler, also nicht im Doing, aber in dem Management der Immobilie, mit ein paar tollen Einstellungen zu dieser Assetklasse, war am Aufbau natürlich mehrerer Supermärkte und Fachmarktimmobilienfonds für institutionelle Investoren mit beteiligt. Daher kommt dann, wie man glaube ich, gleich merken wird, auch so ein bisschen die Begeisterung aus der Fondsbrille ihrerseits seitens Patrizia mit zu sprechen. In der Mitte möchte ich sehr gerne begrüßen Markus Mack, ist Head of Northern Europe Retail bei Nuveen, ist selber Diplomkaufmann mit MBA und Geschäftsführer einer Gesellschaft, der Nuveen Asset Management Austria, ist Fondsmanager, auch kann man sagen, mit viel Erfahrung im Thema Handel, Fachmärkte. Wir hatten auch einen kurzen Plausch vorab. Das hat mir wirklich schon Spaß gemacht und diente auch ein bisschen, um einfach auch, dass wir uns hier gut zusammenfinden. Und last but not least, links direkt von mir sitzend, Jenny Stemmler, seit 2011 für Lidl tätig, dort Leiterin der Immobilien und für die Weiterentwicklung von rund 3.250 Filialen mitverantwortlich. Dazu zählt natürlich dann das Optimieren neuer Standorte, Bestandportfolio, Betreuung, auch noch über alle Phasen des Lebenszyklus hinweg. Also ich freue mich, dass wir da bei dem einen oder anderen Thema uns auch mal aus Ihrer Sicht oder mal Ihre Sicht dazu anhören können. Was wollen wir so in den nächsten rund 30 Minuten kurz machen? Wir wollen einmal uns zum aktuellen Stand mal austauschen. Der Mieter als Cash Generator sozusagen ist ja ein wichtiges Thema. Wir wollen kurz mal in die Investmentprodukte ein wenig reinschauen und dafür auch auf die Investorensichten mal ein bisschen eingehen. Wir wagen mal einen Blick nach vorne und wenn uns noch Zeit bleibt, geben wir auch noch mal kurz einen Schwenk über das Thema ESG im Handel. Ich versuche durchaus immer mal ein bisschen, ich habe mal vielleicht so ein bisschen auch einen kritischen Blick, auf ein bisschen auf was ein institutioneller Investor vielleicht auch an Fragen hätte. Die letzten Jahre war ja immer noch, kommt der Onlinehandel doch und geht dann keiner mehr in den Supermarkt. Wie ist das mit Knusper und Co. etc.? Also ich versuche...